Отче наш. Vor uns lag Ust-Jandorma. Der Name des Weilers leitet sich vom Flüsschen Jandorma ab, das aus dem See Jandorma entspringt. Angeblich bedeutet Jandorma so viel wie Jan Dorma. Eine Frage nach dem Hausherrn Jan, ob er zu Hause ist. So erklärt es mir ein Betrunkener in Jandorma vor einem Jahr, als Natalia und ich am Tag des Sieges hinkamen. Tag. Und der zeigt sich von einer ziemlich guten Seite. Iwanuschka, Iwanuschka, das Essen ist fertig. Nastjenka wartet auf dich. Iwanuschka, beeil dich. Otče náš. Die Hauptkirche, sie ist so rund gebaut. Sie hat keine Hauptfassade. Und nicht zufällig, Sie wissen ja, christliche Gemeinde wohnte hier um die Insel Kije. Und für alle Leute musste die Hauptkirche gleich schön und märchenhaft erscheinen, niemanden beleidigen. Dieser Ofen ist ganz besonders. Dieser Ofen, sehen Sie, bitte, hat keinen Kamin. Ja. Das heißt, diese Stube, das ist eine Rauchstube. Sehr archaisch. Und da geht der Rauch in die Stube. Na, ja, also die Frau, ja, die Familienmutter, sie steht sehr, sehr früh auf. Alle schlafen noch. Ja. Ja. Sie heizt den Ofen und der Rauch kommt aus der Ofenmündung und steigt nach oben zur Decke hier. Ja. Und ja, ganz nach oben, hier nicht, keinen Rauch. Ja. Und man muss nach dem Heizen diese Öffnung hier öffnen, ja, und der Rauch verlässt dann den Raum durch, nicht durch einen Schornstein, aber durch einen Rauchabzug aus Brettern. Okay. Das sehen wir später auf dem Dach. Und warum so, kein Schornstein? Schornstein, also, ja, das ist eine interessante Frage. Отпуск туристы. Да покажи, покажи. Ну ты? Я нет. Нет, nein, nein. Я за рулем. А, мы тоже? Автомашин? Ну... Там легче, тут все-таки волна. Ну? Ну? За здоровье. Здоровье. Пост. Мы trinken gerade irgendwelchen Schnaps. Alles Wurzeln. Wurzelschnaps. Und essen
Kuchen. Ja, jetzt ist der zweite Bodenstrip und wir versuchen jetzt diesmal, nachdem es gestern auf dem Landweg nicht geglückt ist, jetzt auf dem Wasserweg zu dem Kloster zu kommen. Mal schauen, was wird. Сейчас реставрация у них идет всех святых там. Bootstour und zwar zu der Nase des Teufels. Und zwar sind das irgendwelche ursteinzeitlichen 5.000 bis 6.000 Jahre alten Zeichnungen, die wir uns jetzt angucken. Und jetzt fahren wir hier so einen kleinen Kanal vor, ein paar Kilometer bis zum Onegasee vor. Feuer gemacht und komm ruhig mit rein. Hier ist dann das Eisen von der Birke, da wird sich abgeschlagen. Und wenn man dann richtig aufgeheizt ist, nachdem man hier hart im kalten Wald gearbeitet hat, dann springt man in den Onegasee.